Ja, stimmt, ich muss ja noch was angreifen. Sag doch Bescheid. Sag doch Ich Bescheid. dachte, du bist fertig. Ja, sorry, ich hab das vergessen, Vilnius anzugreifen. Dann Jetzt da. tu das doch mal und schick dein Schiff auch noch dahin. Ja, mein Schiff ist auf dem Weg. Mal schauen, ob ich damit sogar direkt noch angreifen kann. Ja, kann ich. Schön. Ja, wird doch. Obwohl ich null Schaden gegen die Stadt mache, aber. Du könntest deine Artillerie noch an die Grenze stellen und dann auf Ja, ich hab bloß. Vilnius schießen. Achso, die Artillerie, ja klar, sagt. Ja, stimmt. Aber die hat gerade keine Be Fortbewegungspunkte, aber. Ja, das macht ja nichts. Nächste Runde kannst du es machen. Ich werde mir das merken. Ich habe ihnen schon mal gesagt, sie Okay. sollen weitergehen. Ich sag's dir So, einfach dann nächste Runde heize ich auch nochmal. jetzt einmal schön ein. Washington einnehmen. Also die ganzen Hauptstädte einnehmen hier von den ganzen Leuten, die gegen uns Krieg führen. London wird spannend. Hat er einen Ich Haufen. greife, wenn ich die Infanterie angreife mit meinem Panzer, da steht da unbedeutende Niederlage. Ach so, weil sie nahe dem großen General sind. Okay, ja dann. Ah ja, steht ja, der bufft ja. Ah, die haben scheiß Flak-Einheiten. Ha, ich hab Onondaga endlich. Das wollte ich schon viel früher haben, aber irgendwie hat's nie so Okay, wenn geklappt. das so ist, dann hole ich mir jetzt auch einen großen General, dann kriege ich auch noch einen Buff. Dann, wenn es so weitergeht, und dann fick ich Buff the sie richtig what? hart. Geht mir genauso mit Persepolis. Deswegen sind die What? MPs auch so stark, die MGs auch so stark. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, weil da war auch immer ein großer General in der Nähe. So, jetzt hier. Frage ist, wen haben Sie als großen General? Ja, steht daneben. Chandragupta Maurya. Und so ein komischer Heinz. Keine Ahnung, wer das ist. Und so ein Spargeltarzan wahrscheinlich. Ja, ich weiß bloß, dass Chandar bei mir irgendwo drüben rumfährt. So, dann hier mache ich euch auch platt. Mach sie platt. Mache ich auch. So, tschö. Ja Eine klar, mit so einer Stadt. Kaffstadt braucht man jetzt nicht so viel anfangen erstmal, aber ist gut, wenn man sie Er hat. hat da unten Stein, er hat Öl und er hat Kupfer. Ja. Und ich wette, irgendwo da unten finde ich noch Wale. Uran. Ja, da bei Dover habe ich auch noch Uran, also daher. Ja, ich habe meine neue Uranstadt ja eingenommen. Dover? Uran? Moment. Ich weiß nicht, wo Dover liegt. Da bei Govanda auch. Nächste Runde hier. Der ist doch Shandong. Ach hier, Dover. Ja, jetzt so. Ach shit, ich hätte doch direkt noch anfangen können. Egal, dann mache ich nächste Runde damit weiter. Ich verlange, dann ist der große Weltkongress, Leute. Quebec wünscht sich Baumwolle. Aber lustig, wie sich alle denunzieren. Alle gehen auf sich aufeinander los. Ach du Scheiße, kommen da viele. Bei mir ja geht. Als ob ich mich davon einschüchtern lasse. Ich hau da nämlich auch gleich meinen großen General raus und dann könnt ihr ja sehen, wo sie ja liegen, wenn ich da mit meinen gebufften Hast du das Panzern gerade komme. gesehen? Washington hat sich da ein Feld gekauft. Was gekauft? Ein Feld Ein neben Feld? Philadelphia. Achso. Ja, stimmt. Ah, gut, ist mir doch egal. Wird eh bald meins sein. Hilft dir ja, wenn's dann größer ist. Ja. Ein Gegner in unserem Gebiet? Ach, deren verdammter großer General. Ich lasse jetzt meine Fregatte da ihren Harakiri-Tod sterben. Weil ich werde da neue Einheiten bauen. Die sind eh zu teuer, alle hochzuziehen. Boah, jetzt geht's los hier. Handelsweg geplündert. Schön. Ein Gegner wurde in unserer Nähe gesichtet. Ja, das war da entdeckt. Yippie-yay-yay. Ey, ich hab Karl Benz als Alles großen. klar, wir müssen Kernspaltung erforschen, dann haben wir die Atombomben. Dann machen wir es. Ja, bin ich dabei.
jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Ochsfahrt konvertieren. Oh. Spannend wird's. Handelsweg geplündert. Straße nach hier. Okay, dann halt nicht. Ihr bitte bis zur Genesung aus. Weißt du, dass ich der Zivilisation England keine Sachen klauen kann? ...899, also punktemäßig hat mit der die Übernahme schon was gebracht. Ja. Vor allem habe ich jetzt ein bisschen Elfenbein. Oder müsste ich jetzt haben? Wenn da so viele Elefanten rumstehen. Ein bisschen. Ja, jetzt brauche ich noch ein paar. Ach ja, wegen Vilnius, ich wollte ja da noch ein paar Einheiten hinstellen, gell? Ihr habt das Radar entdeckt. Geil! Viborg und Roskilde sind jetzt verbunden. Und ich habe gleich auch noch eine Verbindung zu Kapstadt. Wie zahle ich eigentlich für Straßen? Hä? Was? Wieso? Was, wieso? So, Eisen habe ich selber genug. Ja. Warum brauchst du Uran? Weil ich mit zwei Uran hinter euch allen hänge. Ja, und? Und mit vier Uran hätte ich wenigstens sechs Uran. Könnt ihr auch ein bisschen mehr machen. Ein anderes Angebot mache ich dir nicht. Gut. Oder Janisch. Jetzt bin ich mal gespannt, was du machst. Wird jetzt ein Hin und Her, oder? Schade, dass ich jetzt nicht 2,5 eingeben kann. Das ist so geil. Ja, okay. 2,5 Uran. Das hätt's jetzt gehabt. Das wär's echt. Kann ich. Ach, Mann, ey. Okay, ich schieb mal ein bisschen Stress, okay? Jo, jo, mach einfach. Vergiss deine Artillerie nicht. Oh. Ja, leider. Einheit modernisieren. Was habe ich jetzt? Kann der jetzt noch schießen? Nee. Dann halt die anderen. Welche Einheit würdest du jetzt modernisieren? Ja, mit dem Weltkriegsbomber habe ich jetzt zu einem Flugzeug umgebaut. Ich baue ja ein bisschen, was man Schaden machen kann. Mann, die Panzer werden viel zu spät fertig. Jetzt in zwei Runden ist der erste fertig. Mein Dreidecker wird sich jetzt auch nicht mehr. Ach, Moment mal, ich könnte ja versuchen, doch Krieg und Frieden zu auszahlen. Wie heißen sie denn? Irokesenland. Es ist keine Zeit für Verhandlungen. Na gut. Als nächstes ist Buffalo Creek dran. Wenn dem so ist. Also ihr dürft jetzt, streitet euch drum. Ich plündere schon die Handelswege. Echt? Welche? Ja. Die amerikanischen gerade. Nice. Ich habe gerade eben 400 Gold bekommen. Allein durchs Plündern. Na gut. Ich habe gerade nichts, was ich plündern kann. Ja, dann müsst es auch rüberfahren. In sechs Runden habe ich wenigstens mehr. Flugzeugträger löse ich wieder auf. Das ist mir zu teuer. Kann ich verstehen. Wird echt teuer. Ah. Standard. Tut mir leid. Du warst einfach auf der falschen Seite. Die Bauleute.
Nein, Jeanne d'Arc. Ach so. Das war ein großer General. Ich habe Sun Tzu bei mir in Philadelphia. Echt? Polen ist echt so. Wahnsinnig. Polen ist überhaupt nicht wahnsinnig. Polen ist ja noch harmlos. Wart's nur ab, mein Freund. Wart's nur ab. Ich finde doch, dass Polen wahnsinnig ist. Ich meine, bis zur Kernspaltung dauert es noch 10 Runden und dann sehen wir schon, wie wahnsinnig Polen ist. Da bin ich fester Überzeugung. Da. Hier gibt es wieder Perlen. Brauchen einen Haufen Arbeitsboote vor allem. Schattung. Tschö. Bis dem Weg. Immer so kurz vorher. Ja, irgendwie habe ich da echt einfach nur Pech. Also heute hast du ein Talent dafür. Flugabwehr geschützt. Aber dass England nicht mal auf die Idee kommt, Amerika zu unterstützen oder so. Geben doch ihr Geld für Flotten aus. Wie immer. Ja, aber die könnten doch Philadelphia umstellen oder so. So, jetzt heißt es dann noch, wir mit der Übersicht gehen, Weltkriegsbomber. Ja? Warte, ich muss dir nur noch richtig schauen, welchen ich davon nehme. Ja, was soll's. Dann sehen wir auch hier mal, wie die Flugabwehrgeschütze funktionieren. Bim, 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 bim. Okay, ja, das tat weh natürlich, okay. Das tat deinen Flugzeugen wirklich weh. Ja. Egal. Im Namen der Wissenschaft, da gehe ich gerne Opfer ein. So. Ja, es gibt viel zu erforschen. Ich meine, ich krieg immer mehr Uran. Bazooka als nächstes. Baumwolle für Quebec angebunden. Wir sind Freunde. Ja. Shit happens. Jetzt weiß ich, wo mein großer Prophet unterwegs war. Ich dachte vorhin, das wäre ein Missionare. Naja, es war ein Experiment. Für die Wissenschaft bringt man auch mal etwas größere Opfer. Ja, ich habe so viel Religion, ich weiß eh nicht wohin damit. Ich auch. Kannst du jetzt nichts mehr damit machen? Außer Propheten und Missionare und Inquisitoren bauen. Boah, ich glaube, ich mache eine Missionarflotte und schick die alle nach England rüber. Ah, oh, das klingt nach einer guten Idee. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Oh, du Scheiße. Wie krank bist du eigentlich? Ach, nein. Der übliche Wahnsinn. Religiöser Fanatismus und so. Oh. Na, kennt's ja. Ja. Oh, deine Fregatte ist ja immer noch am Leben. Ha, pass mal auf. Die wird noch länger leben. So, Weltkongress. Ja, sag ich dir gleich. Und zwar folgendes. Erlassen Weltreligionen stimmen wir auf Nein und Kundfinanzierung auf Ja. Jeweils halb-halb. Okay. Weil wer will schon Zarathustrismus als Weltreligion? Keine Sau. Eben. Ich hab den religiösen Fanatismus hier. Niemand anderes. Wurde ja noch ein Panzer gebaut. Ach, Moment mal. Stopp mal. Da wollten wir doch ein bisschen anders vorgehen.